Was für ein Tag. Boah, erstmal ist es tierisch heiß. Habt ihr das auch bei euch? Boah, es ist so heiß. Und ich bin gerade mitten im Videodreh für meinen neuen Online-Kurs. Aber das ist noch nicht genug. Heute kommt die Teja. Ja, die ist gestern Morgen abgereist in Portugal und ist heute in Belgien angekommen. Und gleich kommt sie hier im Revier für Hunde bei mir an. Und ich bin schon so aufgeregt. Das ist der absolute Wahnsinn. So ein tolles Mädchen. Die Teja, ja, sie kommt aus dem portugiesischen Tierschutz von Ababa Colega. Und das ist in Richtung Norden in Portugal. Und dort habe ich sie im Zwinger bei der Anna kennengelernt, gemeinsam mit der Lisa. Und die Lisa ist jetzt gerade mit der Jenny nach Belgien unterwegs. Die Teja holen und dann gleich sind sie im Revier für Hunde. Sie ist bei ca. 40 Grad im Schatten in einem Maisfeld mit anderen Hunden gefunden worden. Und sie war schon dehydriert. Sie war eigentlich schon fast tot. Das muss man sich mal vorstellen. Der Hund war völlig fertig, die anderen Hunde auch. Ja, und dann hat Anna und ihre Kollegin haben die Hunde dann zu sich genommen und aufgepäppelt. Und jetzt ist sie schon auf dem Weg ins Revier für Hunde. Meine Güte, ich freue mich so riesig auf die Maus. Und es war tatsächlich lieber auf den ersten Blick. Als Lisa und ich sie im Zwinger gesehen haben, haben wir gesagt, eigentlich wollen wir einen Rüden mitnehmen. Aber Teja ist eine Hündin und es ist völlig egal. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie spannend das für mich ist und wie aufgeregt ich bin. Und jetzt habe ich schon zwei kleine Babys zu Hause, nämlich die Beju und die Hazel. Und die kosten mich schon ganz viel Kraft und Energie. Und jetzt kommt auch noch die Teja. Ja, das ist natürlich ein ganz anderes Kaliber, weil die ist jetzt 11 Monate alt und das ist eine richtig große Hündin. Ja, ihr Lieben, wir gehen jetzt ein bisschen was essen, um uns wieder neu zu stärken, weil der Online-Kurs, das war jetzt heute auch echt anstrengend, aber super spannend. Ihr könnt euch schon mal freuen. Das wird ein richtig guter Kurs. Nach dem Essen sehen wir uns wieder. Und bevor ich jetzt eine Nackensteife kriege hier, sag ich bis nachher. Ciao. So, jetzt bin ich wieder hier im Revier für Hunde und bin super aufgeregt. Ihr auch? Ich warte schon. Lisa, Jenny und Teja kommen jetzt aus Belgien an. Und die Teja hat eine lange Autoreise hinter sich, nämlich von Portugal über Spanien, Frankreich, Belgien und jetzt hier ins Revier für Hunde. Ich bin so gespannt und ihr seid live dabei, wenn wir die Maus jetzt in Empfang nehmen. Also, auf geht's. Hallo. Ich bin so aufgeregt, ich bin spannend. Wir haben es geschafft. Hey, die Maus. Und war gut aufmachen, ne? Ja, einfach aufmachen. Ist hier Stress, Panik? Nein, gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Hey. Hallo Mädchen. Hallo Maus. Was bist du denn für eine hübsche Maus? Bist ja noch größer geworden als in Portugal. Habt ihr sie angeleint irgendwo? Ja, nö. Nee. Kann ich sie so mit rausnehmen? Ja. Ist sie festgemacht hier. So. Achtung, Achtung, doppelt gesichert oder nicht doppelt? Nur am Geschirr. Weil, meint ihr, die ist so ruhig, die braucht das gar nicht? Die ist ganz braucht gar nicht. Super entspannt. Ja, dann komm, Schatz. Einmal herausspazieren. Super. Komm her, sicher. Komm, Mausi. Ja, super, Schatz, komm. Zack, rein in die neue Heimat. Kommt mit, komm. Ja, kommt mit. Ich bin aufgeregt, aber ruhig bleiben. Ruhig. Oh, ist die schön. Ist die schön. Ist das eine Schönheit? Guck mal, hier ist der Hund, Schatz. Sieht toll. Oh, ist die schön.
gewachsen seid, ja, wie Sie gesehen haben. Ne? Ja, ein Monat ist dazwischen. Ja, klar ist die gewachsen. Hey, was tanzen wir? Was tanzt du hier rum, du Weibsbild? Nee, lass stehen, ich schaff nicht. Ja? Du bist total aufgeregt, ja, überfordert. Mensch, die hat jetzt bestimmt 25 Stunden locker. Oh, Mäuschen. War fein. Meine Güte, ist die schön. Das ist eine Schönheit. Ja, nee. Du musst bestimmt pieseln. Was hast du so toll gemacht bis hier? Mein Schatz. Du bist aber ein hübsches Mädchen, ein tolles Mädchen. Meine Güte. Die erinnert mich echt an Marie. Die ist ein bisschen Marie. Oder? Ja, wie ruhig sie ist. Mega. Mega. Die wedelt auch schon zwischendurch, guck mal. Das ist cool. Ich würde die jetzt mal ableinen. Würde die hier so ein bisschen schnuppern lassen. Und dann erstmal mit unserer Bande, einem nach dem anderen, aber nach 10 Minuten oder Viertelstunde. Erstmal ankommen. Komm her, Schatz. Warte mal. Hallo, Marie. Bist du eine schöne Maus? Bist du eine schöne Maus? Was bist du für eine hübsche? Das bist, oh, du bist ein Traum. Das ist ein Traum. Oh. Oh. Jetzt hat sie die Hunde gesehen. Komm mal. Ja, das ist schon eine versammelte Mannschaft da hinten. Ne? Ja, das ist schon eine versammelte Mannschaft. Das ist aber ein tolles Revier hier. Ne? Toll, wie die aussieht. Ist die geil? Ja, und sie ist vor allen Dingen sehr, sehr, sehr ruhig. Eine ganz, ganz ruhige. Im Gegensatz zu unseren kleinen portugiesischen Wirbelwindchen. Kannst du mir mal die Marie rüberlassen, bitte? Ich mach's jetzt einfach intuitiv. Hat sie Schiss. Schenkst ihr gar keine Beachtung jetzt, Jenny, stimme auf. Ihr guckt sie am besten gar nicht an, sprecht sie gar nicht an, weil damit muss sie jetzt irgendwann gleich klarkommen. Ja. Sich erstmal in einer Sandmuschel stecken. Super! Ja, 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 mach dich mal locker. So, guck mal, da kommt aber noch was von der Größe, ne? Die wird noch größer, weil sie für Beine hat. Stimmung. Ja. Aber gut, klar, die haben angehalten, sind die durchgelaufen, dass die dann Aufregung kriegen, ist ja normal. Ja. Als die ankamen, war alles ruhig. Auch super. Als die ausstieg, ist auch direkt zu Lisa hin. Super. Echt cool. Hallo, echt Maus. Cool. Hallo. Hallo, Maus. Du bist aber eine Schönheit. Das ist ja wirklich nicht mehr greifbar. So toll. So toll. Tolles Wesen. Ganz, ganz toll. Also sie hat uns ausgewählt. Wir haben sie zwar im Zwinger gesehen, aber als sie rauskam, ist sie zu uns gekommen und sofort in unsere Herzen gelaufen. 1:1. Das wird eine ganz, ganz souveräne, ruhige, coole Hündin.
Woran erkennst du das? Ich spüre das einfach, das ist intuitiv. Ich merke einfach, die hat eine richtig gute Energie bei sich. Die ist noch jung, die ist 11 Monate. Die hat jetzt so eine lange Fahrt, so ruhig überstanden. Die verbreitet keine Hektik. Die ist sehr entspannt. Super. Und ich merke auch an Maries Reaktion hinten, dass sie sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnt. Sie ist eher sehr zurückhaltend. Ne? Respektvoll, ne? Ja, respektvoll. Ja, ist Zeit für den nächsten Hund. Ich glaube, Cookie. Kannst du mir mal die Cookie durchlassen? Cookie. Hier ist eine neue Freundin. Hast du jetzt eine neue Freundin, Maus? Ja, toll. Das werden wir schon alles hinkriegen, oder? Teja, unsere Schönheit. Teja wird die Mutter. Die Mutter von Cookie. Und das wird die Mutter von Ola. Jetzt kommt die Ola. Also, jetzt muss man sich mal überlegen. Jetzt gleich kommt hier eine Hündin rein, ja, die hat ja 9 Jahre in Portugal an der Kette gelegen und die kommt jetzt hier rein und trifft auf die 11 Monate alte Teja, die ja auch aus Portugal kommt. Kennen Sie sich? Nee, kann ich hinhauen. Warum? Weil Ola jetzt schon ja, fast 2 Jahre bei mir ist. Also die Ola bitte. Aber vielleicht riechen die ja ähnlich. Ola, Ola. Hola! Ah, Teja! Ja, fein, was haben wir denn da? Ein kleines Erdweibchen. Guck mal, ein Erdweib. Ach, Ola, interessiert es gar nicht. Oh, Ola! Oh, ja, mein Schatz! Das kann man nicht sagen. Guck mal da, wie super. Guckt euch das so an. So kleine Hunde guckt hatte euch sie ja nicht in Portugal nein, bei sich. Nicht. Sie war ja nur aber mit großen Hunden zwingend. Sehr schön. Cookie ist super cool. Aber Cookie ist auch jetzt geschoren und deswegen ist sie noch cooler. Wahrscheinlich. Ach, guck mal da, guck mal. Ich glaube, die Teja, was denkt ihr, könnte so eine Ziehmama werden, ne? Die übernimmt jetzt so die Aufgaben für Cookie und für wen noch? Ich habe ja jetzt so eine Vermutung. Ich meine, ihr wisst, wir haben ja seit ein paar Tagen Beju und Hazel hier. 2 Portugiesinnen, die sind 3 Monate alt und die haben es echt faustdick hinter den Pfoten. Und wenn die jetzt kommen, dann glaube ich, könnte Teja so ein bisschen die Ziehmama werden. Aber guckt mal da mit Ola. Aha, siehst du? Ola macht schon mal klar, was sie will und was nicht. Ist alles erlaubt. So ist das. Mit Teja bleibt ganz ruhig. Ich habe ja gesagt, sie hat mit Sicherheit eine ganz ausgeglichene Energie in sich und lässt sich jetzt von dem kleinen Wurm natürlich nicht provozieren. Das ist so ähnlich wie die Marie. Ne? Solche Hunde, die tragen so eine Ruhe und so eine Ausgeglichenheit, so eine Balance in sich. Da können sich einige Hunde noch eine Scheibe abschneiden. Aber jetzt hole ich mal die 2 Babys rein und dann sind wir doch alle gespannt, was passiert. Ich hätte gerne die 2 portugiesischen Wirbelwinde, Bijou und Hazel. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's richtig spannend. Guck mal, wer da kommt. Olá, boa tarde, anda cá, sprechen wir Portugiesisch oder was, da ist die Tür, kuckuck, schaut mal wer da ist, so, super, Baby Alarm, ein bisschen Raum schaffen, Esel,
Guten Tag, die Damen. Hallo, Cookie. Guten Tag, die Damen. War ja super. Sehr schön. Total. Ganz, ganz, ganz cool. Ganz cooles Mädchen. Ganz tolle Maus. Ach, ich freue mich immer, wenn es so gut läuft. Mega. Wir sind schon kurz davor, wirklich auf die große Wiese zu gehen, weil sie hat wirklich eine ganz, ganz ruhige Energie dabei. Hoppala, einmal den Wassernapf umgedreht. So. Die Miezi bitte. Hey, 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 hey. Mich wundert es, dass sie nicht reinkommt und direkt nochmal bellt. Ruf es nicht voraus. Stimmt wohl, Murphys Gesetz. Guck mal da. Das ist so eine entspannte Atmosphäre. Guck mal, die zwei da vorne, die sind schon am Toben. Also besser geht's nicht. Du bist ein tolles Mädchen. Du machst es richtig gut. Du machst das richtig gut, mein Engel. Und weißt du, wer das noch gut gemacht hat? Wisst ihr, wer das noch gut gemacht hat? Die Lisa und die Jenny. Die beiden haben die Tücher in Belgien geholt und haben dafür gesorgt, dass die letzten Stunden dieser Reise so angenehm wie möglich waren. Dankeschön, liebe Lisa und liebe Jenny. Mein Gott, ich bin verliebt, ich bin verliebt. Nein, ich liebe. Ich liebe Molly. Und bedenke, sie hat 26 Stunden Autofahrt hinter sich. Molly, benimm dich. Molly. Psst, psst. Molly hat eine Bürste, seht ihr? Wir direkt klar machen, wer hier der Chef ist. So. Hereinspaziert, hier bei uns im Revier. Na komm. Ja, Mädchen, die Tür ist auf. Ja, super. Ja, super. Die ist so entspannt. Mega macht sie das. Sie macht das. Das ist auch mega, 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 mega. An diesen Hunden aus Portugal, ja, ne, die jetzt schon mit Hunden gelebt haben. Also ja, das schockt sie jetzt nicht. Ja. Sie kennt das. Sie ist super. Kommt ruhig durch. Alle am besten. Komm, Schatz. Guck mal, ein Baby. Ein Baby. Portugiesische Freundschaften. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der Babu ist auch noch portugiesisch. 6 Portugiesen. Super. Na komm. Der Zug. Gerade ist der erste Zug hier vorbeigefahren, weil wir leben ja an der Zugschneise hier von Aachen, Köln. Und jetzt hatte Teja gerade ein bisschen Stress. Ich gebe ihr ein klein wenig Unterstützung. Komm aus. Ja, komm. So. Also jetzt auf gar keinen Fall irgendwie, oh, du Arme, das war ein Zug. Das ist ja ganz gruselig. Sondern dann so ein bisschen gute Energie geben und dann nochmal gehen. Und ich wette mit euch, sie wird jetzt gleich kommen. Hazel, seht ihr, die Neugierde sieht. Da kommt sie schon. Na komm. Leni. Na komm. Ja, jetzt erstmal auskundschaften lassen. Jetzt einfach mal lassen. Jetzt haben wir noch ein portugiesisches Mädel. Hör mal, du weißt, hier sind jetzt 8 Hündinnen. Und wir zwei, wir müssen das jetzt irgendwie regeln. Ne, Stinker? Miau!
Hör mal, Fräuleinchen. Hör mal. Reicht jetzt mit der Süßigkeit. Schrecklich, schrecklich. Nehmt mir diesen Hund weg. Das ist ja fürchterlich. Ach, jetzt verschwind. Gefällt hier, ne? Hm? Hey! Hey! Supermaus! Supermaus! Also, der zweite Zug war schon mal viel, viel besser als der erste, ne? Keine Panik mehr. Super, ganz toll. Gutes Mädchen. Ganz toll. Gutes Mädchen. Du bist ein gutes Mädchen. Ach, Leute, das berührt mich immer so sehr. Da werde ich immer so emotional. Ich meine, Tisha ist vor ein paar Monaten noch in einem Maisfeld gefunden worden. Völlig dehydriert, fast verhungert und verdurstet und ausgetrocknet ist sie da gefunden worden. Sie hätte nicht überlebt, wenn sie nicht gefunden worden wäre. Warum tun Menschen sowas? Warum? Diese Frage stelle ich mir oft und ich komme nur zu einer Antwort. Ihnen fehlt die Liebe zu sich selbst. Deshalb fehlt Ihnen auch die Liebe zu den Mitgeschöpfen. Aber jetzt hat Tisha es geschafft. Sie hat ein neues Zuhause hier im Revier. Ja, es braucht noch ein bisschen Sicherheit. Aber ich habe schon mal die zwei Halsbänder ausgezogen. Ganz, ganz toll.